So, unser Wein des Monats, Oktober, Château Vieux-Lartigue, Saint-Emilion, Grand Cru. Ja, das Château Vieux-Lartigue liegt auf der Gemeinde von Saint-Sulpice de Valérains. Das ist eine Randgemeinde von Saint-Emilion, so ungefähr 1,5 Kilometer vom Zentrum der Stadt entfernt, also ganz nah an den großen Cru-Lagen. Das Weingut ist 6 Hektar groß. Der Wein wird aus Merlot und Cabernet Franc erzeugt, 80% Merlot, 20% Cabernet Franc. Das Alter des Weingartens ist 30 Jahre auf Kalkschieferboden. Ja, es ist ein kleines Weingut geführt mit viel Leidenschaft. Die Weine werden zu 50% in neuen Eichenfässern ausgebaut. Ja, also jedes Jahr kommen neue Eichenfässer dazu. Hat eine wunderbare dunkelrote Farbe, ganz tolle Aromen, Fruchtaromen von schwarzen Beeren, feines Holz in der Nase. Er ist weich und trotzdem kraftvoll. Es ist ein richtiger Genuss, jetzt zum Herbst diesen Wein auf Wildgerichte, auf Wildschweingulasch oder Rehbraten, ja, oder auch Lamm- und Entegerichte ist es. Ein ganz, ganz toller Wein. 2010 ist bestimmt der beste Jahrgang in Bordeaux der 30 letzten Jahre. Im Oktober Wein des Monats, das heißt 5 bezahlen, 6 Flaschen geliefert bekommen. Ja, das ist für diese Qualität Wein außergewöhnlich. Musik